Und somit willkommen zurück zu Paper Mario The Origami King. Yes, weiter geht's hier. Richtung Tempel des Wasserpergamenton. Und das war nicht geplant. Ich dachte, ich komme da vorbei in... Ja, keine Ahnung, ist auch egal. Was können schon Fische ausrichten hier? Juhu! Okay, der Glitzerstiefel ist schon fast weg. Da hast du ein Pflaster gezeigt. Vielleicht bald ist er weg. Oder ist jetzt schon. Nice. Bobby. Du bist genial. Wir dürfen noch nicht eintreten in den Tempel. Vorher erstmal kämpfen noch. Ja, das muss natürlich. Also Bobby, stell dich dann mal auf diesen Schalter. Alles klar, kein Problem. Hat funktioniert, sehr schön. Tag geschafft, jetzt kommen wir in den Tempel hinein. Ah, Bobby, kommst du nicht mit in den Tempel? Was ich? Natürlich würde ich euch gern in diesen finsteren, bedrohlichen Tempel begleiten. Dass ich zittere, ist nur die Vorfreude. Aber leider bin ich vom vielen Schalterdrücken ziemlich erschöpft. Darum ruhe ich mich hier lieber hier noch etwas aus. Bis später. Ja, ich brauche dich nicht. Und wir brauchen dich nur kurz. Naja. Tempel des Wasserpergamenton. Hey, sieh dir nur mal diesen Steindrachen da hinten an. Ist das das Wasserpergamenton? Bobby verpasst wirklich was. Erstmal speichern wir. Da geht's ja wieso nicht weiter, von daher. Ein Tor hier, komm runter. Gibt's einen Tipp oder so? Deinen wertvollen Schnipsel vor für meine Rettung eingesetzt. Schnipsel, die neben ein grundloses Loch fallen, verschwinden nicht. Also mach dir da keine Sorgen. Okay. Hilfreicher Tipp. Okay, let's go. Glitzer Eisenstiefel, oh, sehr schön. Ne, keine Lust zu kämpfen. Und dann kommt der nächste Gegner. Was so klein. Mhm. Und das war sehr schön. Komm mal mit Glitzerhammer weg. Boah, 24. Was für eine Wucht. Könnte man eventuell drauf springen? Oh, das würde uns ausschalten. Ja. Okay, war vielleicht sinnvoll zu kämpfen. Wieder Schnipsel bekommen. Von wo kommt der denn jetzt? Ernsthaft? Das ist blöd. Dann drehe ich den anderen. Nee, Moment. Ich kann diese zwei hier runter machen. Und den dann da rüber. Sehr schön. Ja, das war dumm, ne? Die hätten auch nebeneinander sein müssen.
einfach wie man es einfach mal exzellent. Ach, die leben noch. Einmal drehen, reicht. Ich versuche mal die vier einfach wegzubauen. Risiko, komm. Das sollte ausreichen. Wir haben ja nicht mehr so viel Leben. Ja, selbst. No risk, no fun, ja, sag ich mal. Ja. Also der Tempel sieht schon mal ziemlich nice aus, muss ich sagen. Oh, jetzt haben wir hier so ein Puzzle. Aha. Was soll das denn sein? Wahrscheinlich muss man da irgendetwas in was anderes stecken und dann mit noch etwas was andere machen. Weiß nicht, wo man anfangen soll. Ich esse halt mal kurz ein Bild. Hat man voll gesehen, ey. Die darüber bringen ist ja auch schwachsinnig. Außer? Außer wir nehmen eine Feuerblume. Mal schauen. Das erste Mal zum Einsatz. Hammer. Mal schauen, ob wann wir wieder mal zum KP Plus finden. Wäre schon wieder an der Zeit. Oh. Da irgendwas gehabt. Okay, wir besiegen einfach einen nach dem anderen. Dann kommen wir dem Ziel schon näher. Zwei Stück, ja. Was bringt mir ja nichts? Rausspringen darf ich ja nicht. Und perfekt für stachelige Gegner. Oh, nice. Okay. Yes. Daumen nach oben. Raus. Da machen wir den erstmal weg. Fünf Leben. Achso, doch, ist doch voll richtig. Irgendwie grad anders gedacht, habe ich. Okay, let's go.
Excellent hier. Langsam werden wir ein richtiger Profi. Ah, nice. Okay. Jetzt greif ihn an. Sehr schön, interessant. Ach, die liegen jetzt sogar auf den Kopf. Natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ja, egal. Machen wir einfach die 4 erstmal weg und dann schauen wir weiter. Die leben noch. Erstmal ausstellen, ne? Umgekehrt und bewegungsunfähig, das ist Pech. Aber hüpfen können sie. 3 Stück. Naja. Yahoo! Noch am Leben. Ach, die sind jetzt wütend geworden. Daher, dass man nicht zurückdrehen kann, dann im Kreis. Nein, nicht so. Ein Fail für Basti hier. Er hätte schon längst besiegt werden können. Der lebt auch noch, ernsthaft. Ja, wir könnten ja auch drauf springen, aber den Stiefel lieber behalten noch. Ja, das brauchen wir noch. Kanalkachel. Was ist das wohl für ein Ding? Haben wir nicht irgendwo hier etwas gesehen, das genauso viereckig war zum Verschieben? Wo war das denn noch? Boah, keine Ahnung. Da will ich mal fragen, wo das nochmal war. Könnte hier nicht noch so irgendwie so ein Block sein oder so? Das Neue ist, dass man hier drauf laufen kann. Oh, na klar, die Kachel, die wir gefunden haben, passt hier perfekt rein. Ich nehme mal lieber das hier. So, genau, die richtige Größe. Dann lass uns mal ausprobieren, ob wir als letzten Schritt diese Kachel einsetzen können. Als letztes, ja, es macht Sinn. Ah, jetzt rein, ne? Olivia, Kachel bewegen, Kachel einfügen. Ja, kann man auch überspringen, das ist gut. Er scheint aus dem Untergrund einfach so. Ah, interessant. Wasser fließt jetzt.
Was wird jetzt in Bewegung gesetzt? Ihr schafft, seht ihr nur das ganze Wasser, wo das wohin fließt. Ja. Oh nein, was Mann, 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 ey. Juhu! Erste Ritze gelöst. Bisher ziemlich interessant, der Tempel. Ah, in dem Krug oder das Gefäß. Erste Hälfte geschafft. Mhm. Das füllt da eine Schatztruhe. Und das dreht sich jetzt. Oh, das Maul des Wasserpergamentons steht halb offen. Jetzt sieht er es ganz überrascht aus, oder? Vielleicht weil wir das super schwer herausgerätselt gelöst haben. Naja, schaffe ich noch? Ja, ist schön. Wir gehen erstmal abspeichern, ja? Hier mal diese Beißerchen an. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie cool der Drache aussieht, wenn sein Maul komplett offen ist. Wow. Jetzt habt es jetzt mal. Kurzes Gespräch hier. Boah. Aussteigen. Ah, wie komme ich da runter? Ah, hier. Ja, nimm ein paar Münzen mit, komm. Hab noch nicht genug. Eine lasse ich liegen. Ein Überraschungsangriff. Bin ich drauf geschwungen. Hat er das geschafft? Nein, zu spät. Aber es reicht. Und die sind auch weg. Sind nur die roten. Ein Schatz. Gastronomie-Kühlschrank Nummer 37. Und da hängen ein paar Fledermäuse. Da hängt ein Tort. Aha. Bis meine Rettung mal. Zum Glück hast du mich gerettet. Mit dem Merk. Hast schon, ich müsste meine Tage als Fensterdeko in diesem nasskalten, vergessenen Tempel zubringen. Hm? Ah. Eben noch drüber gesprochen. KP plus hier. Nice. Einfach mal so. Ach, meine Rettung geht mir richtig zu Herzen. So sehr, dass sogar ein Herz erschienen ist. Und wusste gar nicht, dass ich das kann. Wenn ich etwas übe, erscheint vielleicht auch mal eine Pizza. Wenn ich besonders hungrig bin. Ah, da ist noch was. Okay, ist da noch irgendwas? Hast du ein Loch oder nicht? Nee, ist nix. Nee, lauf weg. Hier geht's runter. Nee, schade. Weil irgendwas liegt dahinter noch. Hm, wie kommen wir da hin? Ich hab's gewusst. Der Rückweg immer schwieriger. Wahrscheinlich, ey. Komm, lass uns mal dich anfallen lassen. Münzen für jeden Tod.
So, ein Ringzug. Schon mal perfekt. Flap, flap. Und jetzt schlapp, schlapp. Okay, war etwas schwächer, aber reicht. Ja, bleibt noch übrig, ernsthaft. Schießen weg. Man könnte ja auch die anderen noch besiegen. Vielleicht erscheint ja was. Aber ich werde jetzt noch abspeichern gehen. Und beim nächsten Mal geht es hier rechts auf jeden Fall weiter. Mal schauen, was uns so erwarten wird. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Sagt nur, ich bin auf dem Weg. Fit und Jay. Und ciao.